Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen, hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Montag, den 9. Oktober. Heute dabei Android Wear, AIM, WhatsApp Business, Snapchat und die letzten Jedi. Und gleich mal vorneweg, hallo, wir haben uns Freitag noch gehört und ich hatte den Jan versprochen und eigentlich habt ihr vielleicht auch den Jan jetzt erwartet. Allerdings ist der krankheitsbedingt nicht in der Lage, den Podcast vernünftig einzusprechen, also von der Stimmlage her natürlich, ansonsten ist er immer in der Lage, einen Podcast einzusprechen. Von daher hier nochmal gute Besserung und ihr müsst mit mir diese Woche erstmal Vorlieb nehmen. Ja, fangen wir an mit Google. Die haben ja letzte Woche sehr viel Hardware vorgestellt und ja, die haben aber auch was weggenommen oder versteckt oder gelöscht, wie man es auch nennen will. Und zwar die Abteilung für Android Wear im Online-Store. Also die Smartwatches mit dem mobilen Smartwatch-Betriebssystem Android Wear, die sind nicht mehr bei Google zu kaufen. Und ja, viele haben sich gewundert. Haben auch bei Google nachgefragt und die Antwort ist eigentlich ganz einfach, also keine Angst, Android Wear wird wohl weiter existieren und auch unterstützt werden, aber Google hat gesagt, sie wollen in ihrem Shop nur noch Hardware haben, die von Google gemacht worden ist. Ja, und da die diversen Smartwatches ja von LG zum Beispiel kommen, sind die jetzt dort nicht mehr verfügbar und kaufbar. Also wundert euch nicht, da müsst ihr dann direkt zu LG oder meinetwegen zu Amazon gehen. Ja, eine schlechte Nachricht für wahrscheinlich nicht mehr so viele ist, nach 20 Jahren wird der AOL Instant Messenger, kurz der AIM, eingestellt. Ja, 97 begonnen und jetzt zum 15. Dezember 2017 ist Schicht im Schacht, das Ding wird abgeschaltet und vorbei. Das hat jetzt OWS bekannt gegeben. OWS ist ein Spin-off, der nach einem Verizon und AOL Merger stattgefunden hat und dem der AIM zurzeit untergeordnet ist als Produkt. Ja, AOL hat ja eine bewegte Historie hinter sich und jetzt geht wahrscheinlich das letzte Stückchen AOL, was noch übergeblieben ist, auch den Bach runter, um es mal so zu sagen, oder wird zu Grabe getragen. Ja, aber wer hat ihn wirklich noch benutzt? Also ich nicht. Ich habe, glaube ich, sogar noch nie richtig benutzt, weil ich noch nie bei AOL war und das Bedürfnis nicht hatte. Naja, was ich aber mehr oder weniger mittlerweile täglich benutze, ist WhatsApp, logischerweise, wie viele von euch wahrscheinlich auch. Und da gibt es jetzt Neuigkeiten zur Geschäftslösung von WhatsApp und die heißt WhatsApp Business. Da konnte man sich für einen Beta-Test anmelden und einer der angenommenen Beta-Tester hat jetzt diverse Screenshots ins Netz gestellt, wo man sehen kann, erstmal, ja, WhatsApp Business sieht nicht viel anders als WhatsApp aus. Mit zwei zusätzlichen Menüpunkten. Das sind die Business Settings und Statistics. Statistiken sind natürlich immer gut, aber ein interessanter Punkt ist da drin auch noch versteckt. Es scheint so, dass WhatsApp Business auch Festnetznummer unterstützen wird. Also man kann als kleines Ladenlokal, muss man nicht eben seine Handynummer angeben oder extra ein Handy kaufen, sondern kann ganz normal die lokale Nummer angeben und für WhatsApp benutzen, um entsprechend Kundenanfragen zu beantworten. Schöne Sache, wie ich finde. Und ja, das wird auch Zeit, dass da was passiert. Denn immer mehr Geschäfte, zumindest auch hier bei mir in der Gegend, setzen WhatsApp durchaus ein, um beispielsweise auch zum Beispiel halt Termine zu vereinbaren mit Kunden. Ja, was ich auch täglich einsetze neben WhatsApp ist, wie ihr mittlerweile wisst, Snapchat. Und da ist letzten Donnerstag ein Patent aufgetaucht, was die eingereicht haben, was allerdings schon vom März ist, worin Snapchat beschreibt, wie ein Avatar automatisch erstellt wird durch Gesichtserkennung. Ja, und vieles deutet da natürlich hier auf Bitmoji hin, die virtuellen Comicfiguren, virtuelle Ansichten von sich selber, die Snapchat da eingekauft hat und jetzt auch aktiv auf Snapchat benutzt. Ja, da könnte man jetzt sich einfach vor die Snapchat-Linse stellen und das Bitmoji wird direkt durch die Erkennung des Gesichtes dementsprechend erstellt und sollte dann halt ähnliche Augen, ähnlichen Hauttyp, ähnliche Haare und andere Sachen haben. Und das nächste wäre dann wahrscheinlich auch, dass man so ein Bitmoji dann halt auch noch animiert, indem man beispielsweise auch sprechen kann damit. Also, interessantes Patent. Wie gesagt, Bitmoji wird nicht direkt erwähnt, aber vieles deutet darauf hin.
Ja, und so viele Neuigkeiten waren dieses Wochenende gar nicht. Deswegen ist es eigentlich ideal, um mal so eine ja, erweiterte Nerd-Thematik als Neuigkeit noch mit reinzunehmen, und zwar Star Wars. Viele von uns sind ja Star Wars-Fans und der nächste Star Wars steht an, die letzten Jedi. Und da können zumindest in Amerika ab morgen auch die ersten Tickets für die Filmpremieren erworben werden und gleichzeitig wird es den neuen Trailer geben. Und zwar in Amerika während der Monday Night Football. Und ich vermute mal, er wird dann des Nächtens auch direkt online gepublished, wollte ich sagen, veröffentlicht logischerweise. Bleiben wir mal beim Deutschen. Und wenn ich schon Deutsch sprechen will, dann würde ich auch den deutschen Trailer dann auch relativ zeitnah erwarten, in der Nacht oder am Dienstagmorgen. Warten wir mal ab. Spannend auf jeden Fall und ich freue mich auf den neuen Star Wars. Ich freue mich auch auf euch morgen, wenn ihr nochmal Lust habt, wieder zuzuhören. Ich wünsche euch einen guten Start in die Woche. Und ja, macht's gut und wie gesagt, wir hören uns. Ach ja, und wieder mal der übliche Hinweis, wenn ihr uns was Gutes tun möchtet, ganz einfach, hinterlasst uns mal einen Kommentar. Am allerliebsten bei iTunes, aber ihr könnt auch im Blog kommentieren, unter der Show an sich oder auf Twitter, wie ihr wollt. Wir möchten euer Feedback haben. Okay, bis dann. Ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.